Achso, schade, aber da ist auch nicht schön. Der muss hier noch mal. Was aufhört, fängt auch wieder an. Was wäre das für ein Level, wenn wir das wirklich können? Hier bei uns ist das immer vor und heit. Wenn ihn aufhört, fängt der andere an. Drum rosten. Will Freude uns machen, denn das Level ist ernst, mit uns Leben lachen. Die Wokkunde, wie so schnell so das geht jetzt. Das ist ja ein bisschen größer gemacht. Die Schöne hat ja auch groß und tief getroffen. Da hat die gelohnt sich. Oh, wie wohl ist mir zumute, denn ich habe tief getroffen. Stramme Hähnchen und die Pute schlummern da in Söster hoch. Die armen Höhne sind am Frieren. Ausgenommen, ungerockt. Der Mare, Level, Hetz und Niere, da geht der alle Feinde zu. Heile, heile Jänzchen, auch ich ist nichts wie noch so. Ohne Kommen, ohne Schwänzchen, alles droh in den Pott. Kotelett, Schnitzel und auch Haxe, die werden so Brode und Roulat. Auch Zuckerfleisch für Dorsche wachsen, das ist nicht im Tiefkühlraum gemacht. Burg haben wir in der Plastikfälsche, Schwagemale, Sud und Flünz, liebe Käse und Frikadellchen und Zellerei und Suppenhund. Vitamine, die sind wichtig, viel Kalorien machen krank. Obst und Gemüse ist immer richtig, da kann ich alles, Gott sei Dank. Niemals bin ich in der Klemme, ich horte Brot, Kies und Brot und Butter und Fleisch und Fisch, die sind im Wasser schwimmen. Ich schmecke tief hier vor Jod, mir kann wirklich nichts passieren, denn einer bleibt mich nur im Rasch. Wenn irgendwann der Strom in Friere geht, dann ist die ganze Frau im Arsch. Ja, Lefrück, das ist unser Art Schwimmer, der Weltreisende. Der läuft fünf noch zu groß noch Käbel ab. Ich meine immer da auch. Ne? So, aber der wird dann noch fünf. Die gehen doch auch nicht. Schau mal, da kennen Sie mich da eigentlich schon in Käbel ab. Ja, das ist richtig. Ich spüre auch so ein Schmarr, bist du denn? Da finde ich nicht verstanden, dann sag auch mal. Hallo Schmarr, bist du wieder da? Ich sage ja. Ich sehe mich nur in der Morgen. Das erinnert mich ja jetzt, wir sind ja eigentlich in der Urlaubszeit. Ne? Ich habe mal gedacht, naja, in der Urlaubszeit, da bin ich nicht ganz so. Aber das sind alles Urlaubsverhinderungsmitmenschen. Und wie das so im Urlaub meistens so ist, als Eingang in den Urlaub. Da, Frau Schmitz. Da, Frau Meier. Wie jeden. Jo. Ich habe gehört, ihr fahrt dieses Jahr an der See. Ich fahre nach Tirol, in den Bersch. Einfach allein. Ohne meine Öl. So interessant. Ohne die Bitte. Ja, geht der dann auch ihr Blumen hier, wenn ihr fortzieht? Natürlich. Es weiß doch keine besser wie der, was das heißt, wenn man durchschnitt. Schwimmen nicht so wie Russ, ruft der Mutter ihrem Filius nach. Der Junge ruft zurück und sagt, du rächt dich wieder ab. Ich schwimme doch auf einem alten Jungehöfe. Da greift die Mutter ihrem Mann an. Hol den Jung direkt einmal aus dem Wasser. Mit einem kaputten Jummi fing der Singler an. Kleine Dinge ganz groß. Das
Johannes. Mit der Überschrift Wuchtiges. Wenn man jung ist, weiß man viel. Vor allem dann, wenn man das noch kann. Und meistens güttet bei dem Spiel ob ganz jetzt bestimmt sein. Der Kies, der rutscht mir in der Schweiz besonders gut. In London verlierst du für Luther nervige Mut. Und für alles gibt es genug Glück, die ob es nervt oder stinkt, im Reisesöge im doch manchmal gehört ganz anders, als man allgemein bekannt. In der Schweiz Edith Neville und in England viel gestanden. Allerdings, wo man war durch, ist ja eigentlich ganz so ja. Meistens hätten wir ja auch ja kein anderer Wahl. Trusch wie trusch, mal schlecht und manchmal auch gut. Selbst bei einem Besuch in Kölner Zoo, da wird auch nicht in Kölnisch Wasser hergestellt. Das weiß man inzwischen auf der ganzen Welt. Aber was noch lange nicht jeder weiß, ob im Sommer kalt oder im Winter heiß, im Sommer, wenn er mal so ein Schinger geht, es sei manchmal auch in Bonn ganz schön. Drück kommt und blieb in Bonn. Dann wirst du dir selber. Noch eins zum Thema Urlaub. Ich fühle mich hier vom Mikrofon da. Schlösser und Boje gibt's Figuren. Badestrand und Gletscherpracht. Öde Fels und grüne Flure. Alles mit zum Firmimann. Knipse ist ihr Boot der Stunde. Wenn ich knips, geht vor die Hunde. Kamera gehört zum Mann und auch die alten Damen zeigen diese Fähigkeit. Als zirkeln sie nur noch Panorama. Alle brauchen zu doppelt Zelluloid. Deshalb knipst frisch und fleißig, fröhlich, aber nicht verzerrt. Spätestens bis 36 spürst du, wenn der Hebel sperrt. Lächeln Pause und eine neue Film in. Später bist du dann ganz stolz und dann die Knipste sind. Riesengroße an die Leinwand. Was? Und wie? Und wo? Was? Und der Besuch blieb ohne Einwand und jeder schmeichelt und sagt, nee, was war das wunderbar. Zum Urlaub und hier hat sich jetzt eine junge Dame gemeldet, die kommt jetzt hier zu mir hin. Darf ich da noch mal fragen, ob sie hilft? Lieselurschein aus Beul, das sind wir ja Nachbarn. Ja. Ja, du musst mal immer. Du bist doch eine richtige junge Frau, da freust du mich, ob sie das Ding haben will. Ich denke schon. Ist kurz und bündig. So, besser so. Können wir auch sehen. Also ich spielte so gern mit Kniggeln, mit Schmick und mit Dopp. Ich war von allen der lustigste Strop. Chandis und Räuber kennt keine wie ich. Wenn die Ferien kommen, wie freut ich mich. Wie wird um die Ecke der Refe geguckt. Ach, kommen die Kinderzeit doch einmal zurück. Es kommen die Jahre mit 17 fingen an. Da fingen die silligste Ziege ich an. Es Leben war los und freut. Man stoffbar für Liebe, für Glück und für Freude. Aus der Liebeskummer kannte man kein Lied. Ein himmlisch Bützchen, ach war das rosig für Glück. Ach, kommen die Jahre der Jugend zurück.
Dann haben wir geheiratet und hatten die Kinder 2 Wochen genug. Wir machten viel Sorge und sie machten viel Bloch. Doch rufen wir ihr Lachen mit Kindheit herbei. Das Lachen von meiner Mama, der Liebe und der Mai. Drum bin ich zufrieden im Leid und im Glück, bis das mich der Meister der Abend ruft zurück. Also ich habe ja schon gesagt, ich komme aus Beul und wir haben einen ganz tollen Pastor. Und der hat einen Witz erzählt. Also, wir fahren dieses Jahr mit der Pfarrer nach Rom und dann hat an diesem Anlass der Witz erzählt. Also, Dünnes und der Scher gingen auch nach Rom. Und dann sagt der Scher, also Dünnes, wenn der Pastor wieder dabei ist, möchte mich ja in Rom bestehen. Ja, sagt er, wenn du meinst. Also der Dünn ging zuerst, sagt er, Signore, Signore. Ach, sagt der Pastor, du sagst, ich höre schon, sie sind Deutsche, du kannst auch Deutsch mit mir reden. Ja, sagt der Signore, Signore. Der Pastor wird gesagt, du bist gewöhnt. Ich sagte, nun sagen sie schon, was sie meinen. Sie lassen mich schon nicht zu Wort, Herr Pastor. Da sagt er dann recht. Ja, Signore, hier, das ist das letzte Bischof. Richtig fürchterlich, wenn ihr Frau liegt auch mit dem Pastor sitzt. Da war der bestimmt eine Haare im Kopf, ne? Ist der. Na gut, aber dort übrigens vom Feuerküss kann ich auch noch gehen. Ja, bis gleich hören. Ne? Das trocken Menschen. Ich weiß nicht, das ist ja jetzt alles ein bisschen anders. Aber als die A-Brücke noch stumm, da war der Brücke-Mensch an einer Stelle, wo jeder sorgen konnte. Glück muss man doch schon suchen. Und wie gesagt, das ist eigentlich nämlich so dasselbe Brücke-Mensch, aber trotzdem. Ich spreche von dem A-Brücke-Mensch. Dem kleinen Brücke-Mensch in Bonn am schönen Ring, dem kommen uns die Tränchen, wie ich ins Land da ging. Ich stelle mir Belohre und da sagt der Strop zu mir, wie lang soll das noch dauern? Ich kriege eine Träume hin. Warum nur immer wieder Wasser? Ich hange Kerl, sind dann nicht lang mir an. Bring mir eine Wink vom allerbesten Fasse, dass ich hey, auch jetzt Jod zu Sofa an. Ich möchte mich hier ins Strecken. Bin hingen noch im ganz stief. Sagen's ihr Bönschejecke, hat ihr mich nicht mehr lief? Hat ihr mich nicht ganz vergessen? Und bin ein Poste hey. Ich han für lauter Nässe der Bing im dicken Zeh. Warum nur immer wieder Wasser? Ich han de Kehr. Ich sind noch nicht mehr lang mit A. Bring mir eine Wing vom allerbesten Fasse, dass ich auch jetzt geht's gut zu Sofa. Ich drücke mit der Mare, bin rundherum malat. Kein Mensch kann das vertragen, das merkt mich noch parat. Drum, dann ich euch jetzt rode, gebt mir einen besseren Platz, lasst mich nicht länger warten, sonst bin ich ganz verratzt. Das ist ein ganz altes Gedicht und ich denke, es hat immer noch seine Bedeutung, vor allen Dingen, wenn man weiß, wo das Menschen, das Männchen am Ring hängen. Ja? Und dann hätten wir auch direkt die Vorstellung wieder von der A, schöne Ringbrücke. Ja? Dagegen ist das, was wir da jetzt haben. Ich hatte eben auch noch ein riesengroßes Bild, also ein riesengroßes Bild. Wo die Aalbrücke mit der Türmsche drauf ist. Leider waren dann dort ab 1944 ob der Türmsche die Spitze abgemacht. Dann wurde dann auf jedem Turm ein Vierlingsflag. Und das war schon noch nicht so schön. Aber lassen wir den Ernst bei sich. Ich denke, wir haben hier der Abend wieder jemanden, der jetzt
von sich hier will. Haben wir eine? Komm. Unser Preis ist ab und zu darf der uns jetzt auch. Ja, ich will euch aber erzählen, wie schön unser Wunschblatt ist, hier gegenüber hochhört. Das ist ein schöner Spruch, wie uns Blatt hat bisher noch gelehrt. Auf Bönsch kann man ihnen jetzt sagen, da täten man sie auf Hochdeutsch ja nicht wahr. Ist ihnen immer müd, bis zum Überguss, seht man, mach mal das Klosterlamm los. Das können wir auf Hochdeutsch ja nicht sagen, dann würde ich immer merken, dass der Satz jetzt, das können wir auf Hochdeutsch ja nicht sagen. Mit gut, also wenn ich zu Hochdeutsch nenne, mit gute Nacht Matthias, blase bitte die Lampe aus. Ist nun nöd oder nicht erschwillig, sagt man, ich habe den Bitterzilch. Das könnte man auf Hochdeutsch ja nicht sagen, dann heißt das, ich habe die Petersilie. Wenn man einen in der Jugendjahre deht, dann weiß man, dass der veräppert wird. Das könnte man auf Hochdeutsch ja nicht sagen, denn da ist das in die Jauchejahre. Wer immer nur viel Blödsinn hat gesagt, hieß es, der hat mir das Blödje gemacht. Das können wir auf Hochdeutsch ja nicht sagen, mit, der hat mir die Glatze verrückt gemacht. Wenn es einem nicht auf der Mütze geht, weiß man, dass es dem nicht erst gut geht. Das können wir auf Hochdeutsch ja nicht sagen, mit, es hat mir aber nicht nach, es geht mir aber nicht nach der Mütze. Wer faul ist und hat nur Blödsinn getan, der ist in Bund in der Lostmission. Das können wir auf Hochdeutsch ja nicht sagen, denn da ist das, du bist ein Lassmischgehen. Manche tun Wunschblatt falsch bubbeln. Das nennt man dann bei uns Hochdeutsch mit Grubbeln. Das können wir auf Hochdeutsch ja nicht sagen. Dann hört das Hochdeutsch mit Unebenheit. Ist ein Kind schnell gewachsen, ist es Hulp, denn das ist dann auf einmal ein Langwelp. Das können wir auf Hochdeutsch ja nicht sagen. Dann wär das geworden eine lange Welpe. Ist eine von allen guten Geistern fern, sagt man, das ist eine Jack im Rennen. Das können wir auf Hochdeutsch ja nicht sagen, da hieß das, das ist ein Verrückter im Regen. Zum Schluss noch, wie man am besten rettet, wenn jene richtig Kletsch hoch hat. Da kann man sich jedes andere Wort ersparen. Das kann man auf Hochdeutsch ja nicht sagen. Das ist unser Initiator, der das Ganze geht in das Klavierhofer. Und eigentlich haben wir jetzt sogar, so schnell geht die Zick vorbei, schon ein kleines Jubiläum. Und zwar nächstes Jahr, mal sagen wir genau wann? 21. Februar. 21. Februar, der letzte Tag im Februar, ja gut, okay. 21. Februar, machen wir das hier schon 5 Jahre. Hey, im Lokal. Wie schnell die Zeit vergeht. Nun ist er ja nicht erst seit 5 Jahren mit der Sache, mit dem Wunschblatt beschäftigt, sondern er hat ja mehrere Wünsche geschrieben. Mir fällt immer bloß immer eins in den Bund mit Wünsche gebucht. Ja? Und er hat jetzt wiederum ein neues geschrieben.
Und das wird jetzt vorgestellt, sagen wir wann? Wieder im Stadtmuseum, in der Franziskanerstraße, im Ale Victoria. Gut. Das wird also wieder vorgestellt. Und zwar hat er einen Titel, wie jedes Corona-Titel hat, der rheinische Genitiv und seine Mitläufer. Was man da Hunger zu verstanden hat, weiß ich auch nicht so ganz genau. Aber wer das Beste will, kann hingehen. Eintritt wie he frei. 18 Uhr. Stunde der Zeitung. Ja, also Menschen, die könnten den auch lesen. Gut, also 18 Uhr für die, die lesen können. So. An welchem Tag? Und so sieht es auch, bitte? An welchem Tag? Am Freitag. Freitag. Großer Frei und der Hintertag. Und der Buch, gerade in der Moro, dann ist sie schon fix und fertig. Für der ein oder andere, ich weiß nicht, wie viele dabei hat, der kann das hier auch nachher möglichst am Ende, damit er nicht gestört wird, von unter Bücherei käuflich erwerben. Kostenpunkt? 11,95. Ist gut. Wer hätte es auch sagen können, 12. Gut, man, also er hat Verstärkung mitgebracht, ist auch gleich der Verleger dabei. Ne? Da hat mit einem Verleger vom Teppich nichts zu tun. Das ist der Mann, der dafür sorgt, dass das Zeug auch verkauft wird. Im Rudelheim will der ja doch. Hör mal, ich quassel dir auch alles noch, das darf man nicht sagen. Ja, will ich machen, das ist der Boss. Ne? Ich denke mir, für jeden, der sich so viel einsetzt für unsere Blattsprecherei und nicht darüber hinaus auch noch, er meint ja auch noch viele, viele andere Sachen. Er meint zum Beispiel, sag mal, wie der genau hier ist. Stammbäume, ich habe gerade 175 gezeichnet. Der Mann muss man sich mal vorstellen, der 175 Stammbäume meldet. Ist er Gagen aus Handel mittlerweile und können dementsprechend agieren. Deshalb genauso bei ihm, wer ihm dann noch hunderte wiegt, der kriegt dann noch eine schönere Stammbaum. So, ich denke mir, ich kann noch ein bisschen vom früher erzählen, was ja wichtig ist. Denn irgendwo und Sprach gehört ja im Grunde genommen von früher her. Und da geht es eine wunderschöne Geschichte. Er ist der kleine Bäckerlein. Er ist in der Bäcke, hey? Ja, hier. Ja, Inge, du. Oh, ja, Entschuldigung, ja. Langjährige Bäckersfrau, ne? Von gelang bist du ja auch noch. Der kleine Bäckerlade bei uns an der Ecke. Hätte schon so lange ich denken können, mit Sympathie. Sind ein bisschen ruhig, also ich meine, das ist schwer genug für uns. Da hat er jetzt mindestens zu Schluss. Ich habe schon früher und auch darin entdeckt, dass man mit Herz verkauft hat, die nirgends mehr der Duft von frischer Brötchen und Kaffeesachen. Hat mich von jeher schon von wegen fasziniert. Und wo es möglich und ging irgendwie zu machen, dann habe ich bei dem Bäcker heimlich spioniert. Und zu der nette Frau, die hinter der Theke stand, sagte mir Kinder, Tante Bäcker, weil sie uns so gut verstand. Kleine Bäckerlade, du erinnerst mich noch hübsch, mit Dinger Art von Herz zu Herz an meine Kinder zieht zurück. Kleine Bäckerlade, und dafür danke ich dir. Ich hoffe, dich noch Glück, das wünsche ich mir.
Reserve bitteschön und danke beim Verkaufen. Und waren es nur zwei Brötchen, das war ganz egal. Und nur ich jeden Tag ganz weg hin, nur die laufe, auf dem Weg zu dir freue ich mich jedes Mal. Sind die A-Lampe auf dem Neonlicht gewischt, es war gemütlich hin. Ich lud mich gern hier um. Ich habe so manche Lade oft mit dir verglichen, dass ich dir treu blieb. Klar, jetzt willst du auch. Warum? Kleine Bäckerlade, du erinnerst mich noch. Mit Dinger Art von Herz zu Herz an den Kinderzick zurück. Kleine Bäckerlade, und dafür danke ich dir. Jöre dich noch Glück, das wünsche ich. Und ich habe ein paar Sportwitze. Ein Boxer wird operiert. Ist der Patient unter Narkose, fragt der Chirurg die Schwester. Nee, noch nicht. Es ist wirklich nicht leicht mit deiner Boxer. Die Zelle bis nun und dann springen sie direkt wieder hoch. Noch eine Sinnentale. Im Olympischen Dorf ist eingebrochen worden. Vorher ist der Polizeibeamte vorwurfsvoll an Sportler der Zeugung. Sie sind doch Hürdenläufer. Konnten Sie dann der Einbrecher nicht umfahren? Na, seit der Sprinter. Ich habe ihn sogar überholt. Und ein ganzer Zick war ich in Führung. Und als ich mich dann plötzlich rumgedreht habe, war er verschwunden. Und ich habe ihn nicht mehr gesehen. Wir haben natürlich immer jemanden, der auch schon immer hier war. Belinda Klein ist wieder jod für irgendjemand. Applaus für uns. Belinda, schön, dass ich dich wieder sehe. Und ich will dich hier doch gar nicht lang aufhalten. Ich habe noch ein paar Kleine stehen. Das jetzt eben früher gebracht ist, das hätte mir die erste Jod gefallen, Hans. Das war erst schön, ne? Dann ist schräg an das Liedchen gedacht. Lass mir doch das Liedchen von dem Kacke singen. Kacke ist das Schönste von den ganzen Dingen. Kacke Randnot, Kacke das mit Not. Wer nicht Kacke kann, ist tot. Ein bisschen variiert. Eben, mir hätte jetzt ganz anders gut gefallen. Der hätte uns von dem Bäckerladen gesprochen. Und da fiel mir jetzt in, aus meiner Jugend zieht, dass meine Mutter uns erzählen will. Eines Tages kommen sie von der Bahn, sie war wieder in die Heimat gefahren und man wartet natürlich auf der Mama, was die alles mitgebracht hat, die werden immer Obst und alles Mögliche mitbringen. Und dann kommen sie an. Nee, Sitze, was mir etwas passiert ist. Nee, war ganz aufgeregt. Dann habe ich gesagt, ja Mama, was ist denn passiert? Ja, stell dir das vor. Ich komme auf der Herbertstraße gegangen. Nee, vom Bahnhof Herbertstraße. Und dann sagt sie, komm mal, ich bin es noch gelaufen. Frau Dreier. Sagt meine Mutter, ich bin die Frau. Ja, sicher sind sie der Frau Dreier. Die Frau Dreier war nämlich eine Frau, die hat eine Bäckerei auf der Bachstraße. Und die geht meiner Mutter wirklich ähneln. Und die Pens hatten gedacht, da könnte vor drei Jahren. Dann sind sie immer hierher gelaufen. Sind wir wohnt eigentlich? Ja, wir wohnten ins Leibniz jetzt da, wir wohnten uns Beschwerde. Ja, weshalb dann, die Mutter? War ja neugierig, steht sie da so, als wenn sie vor drei Jahren. Wir wollten nur sagen, das letzte Mal, wie wir bei uns gesungen haben, ne, wir haben hier 10. Mädels, da haben wir alles vertrüchte Dätschen gekriegt, das war eine Schweinerei. Dann gibt es ja Verwechslungen, ne? Mit Wünschblatt und Verwechslungen. Das ist ja ganz komisch. Wir hatten nämlich Verwandte, die aus dem Osten kamen, nicht? Teil unserer Verwandten kommen aus dem Osten. Und noch im Krieg kommen die angewandert, ne? Die wollten ja drüben blieben, die kommen zu der Tante Maria. Und da kam auch der Bräutigam gleich mit. Der hat nicht direkt Arbeit, dann denkt meine Mutter, den immer ein bisschen beschäftigt. Der muss der Hausarbeit tun. Dann hätte ich gefragt, Tante Maria, was gibt es denn heute Mittag? Hätte meine Mutter gesagt, Hemmchen. Hätte sie sich noch freundlich gesagt oder verlobt. Und dann, stell dir mal vor, wir kriegen heute Mittag Hemden. Danke für den Mittag.
Die sitzen immer groß vorne an den besten Platz. Ohne so wickeln. Aber er möchte nicht. Der hier hat ganz jung, da hat es alle im Blick. Und ich hoffe, ihr könnt mich alle verstehen. Der Toni und die Nadjan haben so ein kleines Bäckerlätsch gesprochen. Und wenn ich Bäckerlätsch höre, dann denke ich immer an Promenade, dass ich die frieren mache. Aber jetzt erzähle ich nichts von der Promenade, sondern von der Promme. Denn die machen sich Gedanken. Ein Loch in unserem Brummebogen, drei Brumme, rief und dick. Dass ich hier was, seht ihr, was hätte das für einen Zweck? Ich lege einen Tee und baden bloß, dass eine mich gibt um. Und hab ich Pech, kann er doch sinnen, ob mich tritt eine drum. Die zweite meint, es kitzelt mich, im Buch ein Fremdschelin. Und wer mich fing sehen, bah, eine Wurm, die Pump, die mache ich nicht. Die dritte sagt, ich brauche nicht, was ist denn Fremdschelin? Mir ist genug, dass ich am Eng Jod für den Stolian bin. Was ich schon einmal gemacht habe. Wenn ich mich hier so in der Runde gehe, in der Runde umlohe, dann sind wir doch eigentlich alle mindestens über 30. Ja, ich meine, doch kann ich gerne hier gegen haben, wenn er dazu hört. Aber wir sind alle in einem Alter, wo wir alt sind. Und das ist halt auch manchmal ein Problem, wie jedes wickelt. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann in ein Altenheim gehen, man kann in organisiertes Wohnen gehen, man kann alles Mögliche machen, vorausgesetzt, man hat auch dafür die Petronzieher. Ja? Und da schreibt man ihnen meine Altersruheplanung. Ich habe beschlossen, ich will nie in ein Altenheim. Wenn ich einmal später alt und klapperig bin, werde ich ganz bestimmt nicht in ein Altersheim gehen, sondern ich schon über Kreuz fahren. Grund dafür haben wir sämtliche Gesundheitsministerien hier. Gesundheitsministerien, schwer wohl. Die durchschnittlichen Kosten im Altenheim sind zwischen 100 und 200 Euro pro Tag. Ich habe eine Reservierung für das Kreuzfahrtschiff AIDA geprüft. Demnach muss ich als Rentner 135 Euro pro Tag zahlen und das ist kein Witz. Nur Adam Riese bliefen mir dann noch 65 Euro am Tag. Erstens, auf dem Schiff habe ich mindestens 10 Bordziegen. Wenn ich eins der Kochrestaurants wagle oder mir das Essen vom Roomservice auf ein Zimmer bringen lasse, das heißt, ich kann jeden Tag mein Frühstück im Bett entnehmen. Zweitens, die AIDA hat 3 Swimmingpools, einen Fitnessraum, freie Benutzung von Waschmaschinen, Trockner und sogar jeden Abend eine Show. Drittens. Es gibt auf dem Schiff kostenlos Zahnpasta, Rasierseife und Shampoo. Das Personal behandelt mich wie eine Kunde und nicht wie eine Patient. Für 15 Euro Trinkgeld extra pro Tag lassen mir die Stewardessen jeden Wunsch von der Ohren auf. Fünftens. Und alle 8 bis 14 Tage lehre ich neue Lücken. Sechstens. Fernseher,
Effekt. Glühbirne kaputt, Bettmatratz zu hart oder zu weich, kein Problem. Das Personal wechselt kostenlos und bedankt sich auch noch für mein Verständnis. Und siebtens, frische Bettwäsche und Handtücher jeden Tag sind selbstverständlich. Und ich muss nicht einmal noch fragen. Achtens, wenn ich im Altenheim falle, um mir die Rippe brechen, dann komme ich in das Krankenhaus und muss gemäß der Krankenhausreform jeden Tag dick Druck bezahlen. Auf der AIDA kriege ich für den Rest von der Reise ein Suite und werde vom Bordarzt kostenlos. Da haben wir Sinn, das hätte ich nicht durchgeschickt. Ne? Und ich kann noch von keinem Fall gehört bei den zahlenden Passagieren eines Kreuzfahrtschiffes vom Personal bedrängt oder misshandelt worden hören. In einem Pflegeheim trifft das leider nicht immer zu. Und jetzt gibt das Beste. Mit der AIDA kann ich nach Südamerika, Afrika, Australien, Japan, Asien, wohin ich auch immer will. Doch bezog mich nur um meine Pensionierung mit im Altenheim. Also postlagernd an alle Häfen der Welt. Und der AIDA spare ich also jeden Tag 50 Euro und muss nicht einmal für meine Beerdigung mein letzter Wunsch. Ich darf mich einfach über die Reling. Dann ist nämlich so. Ja. Ecke, die junge Mädchen. Ja. Was tun wir jetzt sagen würden? Ich höre, du hast dich schon einmal gestanden. Sag doch nochmal den Namen. Mein Name ist Frau Martha Schmitz. In der Kurgebühr. Hat auch einen CD-Player. Ja? Ja, nee, dann werde ich nachher auch ein Liedchen singen, wenn du. Ja! Ja! Also, was ich eigentlich wollte, ich habe eben nicht so gute Witze gehört, da ist mir, dass ich im Krankenhaus am Arbeiten war, eine Krankenhausritz eingefallen. Also, da ist eine Frau eingeliefert worden, schwer verunglückt. Die tun sie in der OP, gehört die da rein, da sagt der Arzt, das bringt ja nichts. Ich kriege mir ja nicht mehr hin, das ist uninteressant, da brauchen wir nichts dran zu machen. Immer sehr zu einer jungen Assistenz, ach Herr Doktor, sagen Sie mal, kann ich da nicht mal so ein bisschen daran probieren? Doch, Sie können es ruhig probieren, gucken Sie mal, was Sie machen. Er liegt in der OP, operiert die 7 Stunden, 8 Stunden, er kriegt 10. Die Frau wird gesund, sie wird entlassen. 3 Wochen später treffen sie selten, na Frau Müller, wie jedes dann, auch selten so weit, ganz gut. Da habe ich den Brust im Rücken gehabt und durch die Knie pinkeln, da habe ich mich dann gerührt. Ich habe dann mit meinem Fuß zu Tötchen im Rücken gehabt. Das ist der ganze Mal, sie wissen nicht, ne? Ja, dann überlegen wir. Da ist viel still, das ist ganz einfach. Gefragt werden, sagt die Lehrerin, ich hätte gerne von euch einen schönen Blumennamen mit ein paar Bindestrichen. Sagt das erste Kind, Alpenveilchen. Och, sagt die Lehrerin, schön, 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 schön. Sagt das nächste Kind, vergiss mein nicht. Och, sagt die Lehrerin, schön, 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 schön. Sagt das nächste Kind, Chrysanthemen. Och, sagt die Lehrerin, schön, 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 schön.
Würde Fritzchen sagen, sagte Fritzchen, Geschlechtsverkehr. Sagte ja, Fritzchen, das ist doch keine Blumennest, das ist aber schön. Der leck mich in den Tisch. Was hast du für eine tolle Show an? Da seht ihr ganz Lure hier. Echt Krokodilleder, seht ihr das hier. Wo ist denn die da, der? Wo seht ihr, bevor ihr warne, Neil? Seht ihr, da ist ein Stock genommen. Stück Fleisch. Reniale. Ist das Krokodil gekommen? Hast du das auf den Kopf geschlagen? Das ist schon. Och, seht ihr, Tunde. Das mache ich auch. Und was schwer getroffen, seht ihr, und? Ja, seht ihr, sag, hast du genau gemacht wie du. Ich bin an der Nil, an der Fleisch genommen. Stock, Reniale, da kommt die Liste, komm, hast du auf den Kopf, schau, und mit Rita, der Jackenschuh, ah! Hey, haben wir da, Herr Müller? Der war letztes Mal schon mal da. Das ist schon lange wieder her, kann man sagen. Ne? Der war so für Weihnachten. Ja? Für Weihnachten. Und er hat jetzt hier ein wunderschönes Anzeigen an der Weihnacht. Ja, der war also, Flück, die tolle, schöne Größe ausrichtet von meinem dichtenden Freund, der Ferdinand Böhm. Der hätte so viel um die Uhr, der konnte heute nicht herkommen. Er hätte mir gesagt, ich soll schön Größe und soll einzige Dichte für drei. Ich habe ja im November das schöne Christdas-Gedicht von ihm für drei. Und als das Christkind dann geboren war und der heilige drei Könige waren auch da, da lautet der letzte Absatz von dem Gedicht, die Sache hing dann Wigge, das ist interessant, der Kleen, der haben sie dann Jesus genannt. Der lässt sich später auch im Handwerk probieren und beim Zimmermannsjub ein Schwinger verlieren. Es hat dann so 30 Jahre lang gedauert, bis sie in sich der Drang zum Rümmströfe spurt. Er trag durch die Gegend mit seinen 12 Jüngern, der hat Wunderwerke und sonst noch so Dinge und ruft aber immer so, wie es kommen soll. Doch davon erzähle ich ein andermal. Das wurde das Christdachtgedicht. Und jetzt geht es wieder. 30 Jahre von Rümm seit der Heilige Nacht, da sagt sich der Jesus, Hück ist der Tag. Hück hier der Russ, jetzt wird gepredigt. Jetzt mache ich Russe der Lücksche als selig. Jetzt muss ich wohl mein jüngerer Finger, denn allein wird das Ganze mir wohl nicht gelingen. 12 Mann würden genug. Das möchte eigentlich klappen. Also, Russe aus dem Bett und rennt in der Schlappe. Sie Bart wo am Wasser, das kann ich dir sagen. Dann konnte sich das rasieren als sparen. Das kann man so, da war Glück angetrocknet. Das Wetter war wärm, dann brot er keine Socke. Dann war Russian noch gut, so der ältere Jolot. Ich bin durch die Tür jetzt. Bis dann, war das gut. Die ersten zwei Jünger hat der Ball gefunden. Das war Dreck am See Genezareth um. Da konnten die zwei schon wieder erblicken, die waren durch Rad der Netze am Flicken. So sind die ganze Tage in der Sonne und hatten noch sonst nichts anderes zu tun. Hey, bist du nicht der Petrus? Und Andreas, der andere? Sagt, hatte ich Lust mit mir jetzt der andere? Afüg wird nur durch die Gegend geströf und all die uns bejähnen, die werden gedürf. Die nächsten zwei, die so weg mit sich nahmen, waren Brüder, die auch gerade vom Angel kommen. Die saßen mit ihrem Bötchen am Strand und wurden Göbels und Hannes gemacht. Dann kommen noch der Fippi, der Bartholomäus, der Simon, der Thomas, der Matthäus, Thaddäus. Der zweite Johannes kommt auch noch gerannt. Der haben sie dann Hannes der Ältere genannt. Und am Ende noch der Judas, der, wie man so sieht, für Geld in das später verrottet hat. So
So war der Trüb schickend endlich zusammen und Jesus und Jünger die Trocken von dannen. Eines Tages im April oder Mai, der Winter, der war längst halt vorbei, sandte Jesus zu den Jüngeren, hört, in Kanaan, da wieder Luzid gefiert. Wie man sagt, da hört ein leckerer Fisch und das Körper und die Jode winken auf den Tisch. Da müssen wir hin, ja, aber das kostet, da ist doch bestimmt für den Teufel los. Doch kaum auf der Luzid 4 angekommen, hätten sie Mam ad ob sich genommen. Ich musste jetzt wahren, das ist nicht zum Lachen. Die Handkinder winnen mich. Sag, kannst du nichts machen? Ja, ja, sagte Jesus und strich ihr der Wange. Das hätte doch noch im Jod gegangen. Und zu der Diener sagte, nur mal keine Arie in die Windfäße, wo die jetzt gerade werden. Und dann holte bei der Kelle nächste Flück. Und da holen wir uns Flora, wie das dem schmeckt. Der Kellermeister, der geht arm in dem Glas und hört sich der erste Schluck aus dem Fass. Der könnte man nehmen, der ist süffig und süß. Der geht ihm nur direkt in der Pöls. Doch hört, was haben wir mit Diener gesagt? Der hatte so einfach aus Assen gemacht. Da muss ich jetzt vor, ich bin nur so frei. Wird doch nicht eure Festchen Kölsch mit dabei. Nein, sagte Jesus, das geht doch noch nicht. In ein paar hundert Jahren, dann sind wir so weg. Das war ein schöner Gruß von meinem dichtenden Freund Ferdinand Böhm. Wenn ich nicht von der Fresse her gewesen wäre, hätte ich direkt sagen, das war nichts für ein Schuss, das war ein Bibelstund. Wunderbar, nochmal, schönen Dank. So, jetzt haben wir hier wieder aus unserer Reihe. Hallo, Moment. Eine Sekunde. Habt ihr überlegt, in einer Sekunde, jetzt muss ich dich leider blamieren. Ich wollte es nicht. Aber jetzt muss ich, weil der Evans gesagt hat, wir sind ja alle mit 30. Jetzt darf ich ja sagen, ich habe nämlich vorige Woche eine Sauna getroffen. Ganz ehrlich. Wir sitzen da, wir zwei Frauen pudelrö, da kriegt der Rennen. So wie Gott ihn erschaffen hat, da stellt er sich für mich und sagt, was? Meine Dame, da kannst du mal schauen hier, einen tollen Kopf, voll eine tolle Mütze drauf gewesen. Ja, was, meine Dame, da kannst du mal schauen hier, eine tolle Brust, voll ja viele Ohren dran gewesen. Ja, was, meine Dame, da kannst du mal schauen, eine tolle Schulter, früher viele Sterne drauf gewesen, da war jetzt satt. Da hast du auch die Tasche, oh, schöne Pelle, früher Wurst drin gewesen. Wenn du zum Lager musst, ja klar, bei dem absoluten Heiler ist das für jede schwer, in den Schuhen zu kommen. Ich will es trotzdem probieren. Die Toni hat vorhin von der schönen Ziege um der Aida gesprochen, jetzt sieht er aber auch die andere Ziege im Leben. Und da habe ich verzeichnet, die sind betitelt Hestern sind der Mark. Und eine paar Stunden auf der U-Bahn-Treppe. Mit dem Rücken an der Wand. Herr Schum erschmöhnt und hielt uns Babbe eine Wäsche in der Hand. Ich sag, an ihm kein bisschen Dreck. Och, neben ihm kein Fleisch. Kein Krag, sag ich, und funk direkt in der Magen minger Tisch. Mir fehlt auch sein Rucksack ab. Und ich, wo mir gewiss, man mäht doch jeden Sinne drauf, wenn man so jung noch ist. Der hat sich beeilt, Wolf von Jück. Ginget mir durch den Sinn. Und in der Wäsche, wo ich pflück, das Merkelchen.
der Buschbob ist ne Krieg. Herr Reh, seid ihr Bestuss? Und aus dem Wäsche schwappt ein schwarzer Bräu aus. Ein Hülle, die andere Jod gefällt. War dem hier viel zu stark. Nicht jeder, der eine Wäsche hält. Mein, hast du uns eine Mark? Hubert Bünsch in Bonn. Meine Vater und ich und auch meine Sohn, wir sind hier geboren als Mädchen in Bonn. Wir haben uns Städtchen wie jede Bonne in ein Herz geschossen und leben hier unten. Wir haben uns keine Zacken aus der Krone gebrochen und haben als Bünsche nur Bünsche gesprochen. Drum meldet wie mir, ihr Bürger der Stadt, bekennt euch zu Bonn und wird wieder platt. Ja. So jetzt könnt das eigentlich zur Behebung von Sprachschwierigkeiten. Ich spreche vier Sprachen, das ist nicht verkehrt. Hochdeutsch habe ich in der Schule gelernt. Ich bubbele Wünschblatt in jedem Stück und manchmal auch gerne über andere Lücke. Wenn ich den Schnaps, dann spreche ich quer durch die Nase. Aber das macht mir überhaupt keinen Spaß. Mit Fremdsprach habe ich, ja nichts am Hut. Mir liegt nur immer Bünsch platt in Blut. Doch jetzt will ich mir den Schnabel entsetzen und euch ein paar Wörtchen zu übersetzen. Mir sagen ja Döfchen, der Bayer sagt Depp. Mir sagt, er sagt Gasol und mir einfach Schepp. Ein Semmel ist ein Brötchen, das weiß jedes Kind. Wir schriefen Blähung mit F, aber Wind blieb ja Wind. Jucken heißt Jücke, Schmerzen sind Bing. Und ein Dirndl ist ein Mädchen bei uns hier am Ring. Statt Buhr sagen wir Jüngerchen, nicht Mister, nicht Boy. Ein Eisbein ist ein Ämschen und Schweine sind Säu. Der Kaninchen ist ein Kaninchen, der Sperling ein Misch, die Ziege ein Jes und der Wald ein Büsch. Kohlen sind Klüte, Klicken sind Ümmerse und für was man in der Nase haben, sind die Heimländer nur müssen. Pflaumen sind Brümsche, der Josef ein Jübsche, die Blas ist ein Blöschen und der Super ein Süppchen. Und Fritz und ich sind Erpel, die Steuer heißt Stür. After für mich ist die Hingers und die Tür sind Tür. Der Beutel und der Bügel, die Maus ist ein Müschen, der Nuckel und der Nügel und das Haus ist ein Hüschen. Laufen heißt Laufen, wer hinfällt, der Flüsch. Kaufen heißt Kaufen und Trocken heißt Drüsch. Und wenn wir singen am Brunnen vor dem Tore, dann ist das Volkslied und kein Folklore. Für mich ist und blieb Bünsch platt aktuell. Doch jetzt höre ich auch mit den Jäcken verzählt. Ob Schüssel oder Gümsch, ob Schwanz oder Stetz, ob von Hüben oder Drüben, all andere Hetz. Drum sagen ich laut, stell das Barometer ob heiter, nehmt alles mit Humor, auch Sprachschwierigkeit. Das ist ja nicht so einfach, wenn man jetzt lädt und hat sich noch so gut vorbereitet daheim und steht dann hier für so einem fantastischen Publikum. Schön, dass er jetzt so ruhig sind. Gut, also wenn man dann da wirklich da steht und muss dann jetzt von sich hier und hat sich dann da umgeschrieben, das ist schwer, das ist nicht immer ganz einfach. Und wisst ihr was? Das ist das Schöne. Genau. Kunst mit für die Schlussfinale. Neuerdings, es ist in der Bonner Presse Sitte geworden, sich wie um den Bönsche Mund anzusäuen. Die Bönsche Sprache darf nicht umrühren. So kann man doch lesen. Das ist eine feine Zucht, kann man nur sagen. Und die Kleinbands sollen dabei mit dem Studieren der Anfang machen.
Ich stelle mir das unheimlich lustig vor. Der Penz im Kindergarten zu belabern mit Eschwünschen Hektüre. Die kommen dann abends in Hosen, sagen dann zum Papa und der Mam, du hörst so, was ich alles kann. Also, Matwige, einfach ein bisschen Flück, der fraß auf den Tisch. Und hör zu, ich will einen halben Hahn und keine Fisch. Und im Urlaub fahren wir auch nicht an der See, ich möchte endlich in ein paar große Berge sehen. Und im Übrigen esse ich bitte und nicht Peter. Und über mein zukünftiges Taschengeld reden wir später. So oder so ähnlich könnte dann John, wenn man als Ältere nicht direkt der Mann stamme, der Epos Bond, sondern vielleicht aus Ostfriesland. Und ich habe gerade einen ehemaligen Schulkamerad von mir gesehen. Schulkamerad aus der Reviewschule. Das hieß damals schon Schule an der Hundsgasse. Der Senior Adolf, der hätte irgendwann, Anfang der 40er Jahre, hätte gesagt, das hieß nämlich Stiftschule, das hieß Schule an der Theaterstraße und bei uns hieß Schule an der Hundsgasse. Für 50 Jahre haben sie uns aus der Schule rausgeschmissen. Unser Lehrer nennt, mag das Irna Husgut. Ich will von euch nichts mehr wissen. Wir sind ganz schlau genug. Jod und dort wird anständiges Bier. Bleibt anständig, wie ich es euch beigebracht habe. Ich möchte nur Jodes von euch hören. Dann ging alles sehr flüpp für jeden von uns. Es blieb uns nicht 40 für Heizefeiz und Strunz. Der Vaterstaat hat für uns hier schon längst mitgedacht. Und irgendwo auch schon der Plätze für jede parat. Es durfte nicht lang, da sah ich sie in dem von uns am Westwall wieder. Egal, was wir lehren wollen, zum Schöppel konnten sie uns alle gut blicken. Wie hieße das so schön, der Krug geht so lange zu Brunnen, bis er bricht. Manch eine von uns hätte dann für den Endsieg ja auch noch erwischt. Aber die meisten sind noch gut davon gekommen. So manchmal der Bübel von der Schöpfe gesprungen. Wenn es am schönsten ist, so selber, dann macht Schluss. Und so kommen wir dann noch und noch wieder raus. Wie sah es da aus in unserem schönen Bonn? Vor allem sorgen wir nur noch drüber, stand. Eine Frau war stand geblieben und auch Remigius schon. Ich stand dafür und während ich solch im Finstern unsere alle Lehrer stand. Was meinst du nur, darf ich? Sie ist der Tag. Und hier sind die Schulen nach unseren und dann fühlen wir ganz spontan in. Manchmal wollte ich in die Schule nicht lesen. Und ich habe Manschette, da ist sie vom Lehrer mit Stockchen. Nach 50 Jahren mit mir und auch deine anderen, nämlich für uns. Da sind wir eine Meinung, was ist, das ist. Und das muss. Das muss. Der auch noch jetzt von sich her. Lisbeth lief doch. Ja, ich bin auch. 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 Ja,
Den lässt er nach Mallorca reisen, bringt ihm den Kaffee an den Bett. Besorgt ihm dann ein leckeres Mäuschen. Mich hat der Schäfer nie gekannt. Ich war nur einmal im Einkehrhäuschen und einmal im Phantasialand. Doch voriges Jahr, im letzten Sommer, da hatte ich mir jetzt vorgenommen. Da hatte ich nämlich ein Prospekt vom FKK in Sylt entdeckt. Da lebst du wie im Paradies. Da hielt es Evas Zentnerwiese. Mädchen schöner als beim Dannes, oben, unten, ohne alles. Wir liefen im Anblick der Madame das Wasser in den Mund zusammen. Da sieht man mal, mit was man im Stuss man sich der Hebe helfen muss. Das wird ein Urlaub wie noch nie. Schon protestiert bin Annemie. Ich schlug, du hast ein Erz am Kiel. Du Fütschensföhler, du Schlawine. Und wegen Sylt und FKK, ich frag mich nur, was willst du da? Du kannst nicht tauchen, kannst nicht schwimmen. Bist viel zu müd für dich zu trimmen. Du willst doch nur im Sand stolzieren und dort einen starken Mann markieren. Das könnt ihr Printermann so passen. Zu Hust ist er dich hängen lassen. Den Nackenteis kannst du vergessen. Ich han dir, das ist viel, viel besser. Für uns familisch optimal, sein Knispelbrumm im Knattertal. Da meinst du schon mit der Lektüre, du könntest den Wildbach Rusche hören. Hier Waldhotel mit Dachterrasse, Gästeklo mit fließendem Wasser, Forsthaus, Echo, Wasserfall, im Kuhstall singt der Nachtier. Sauna, Schwimmbad, Kellerbar, etc., etc. Das war ein Hektik, also Höhe, du Kofferstunden für die Tür. Ein Bahnhofstaxi war bestellt, Zeitung, alles aufgemeldet. Brötchen, Milch und Mittwochslotto. Ein Schild, wer gut, der schwache Otto. Und Otto kennt die ganze Welt von Wuppertal bis Elberfeld. Der Güterin fängt an zu hetzen. Sind ihre Spermel raus am Setzen? Ich habe ihm dann ganz klar, ganz stolz verklickert, was eigentlich längst durchgesickert. Dass wir nach Knispel an der Knatter, was ist der Motto, wo mein Schwiegervater? 83 war der da, seitdem hat der Malaria. Und in das Kaff, da wollt ihr hin, das war das Hotel, da war ich drin. Das ist ein Bruchboot, ein Baracke, da wimmelt es von Kakerlake. Aha, das war das Hotel Schlaraffia. Alles Lumpe, Drecksack, Mafia. Ein ganz gefährlicher Bayage, die trecken mich. Das Hemd vom Alleskammer, nehmen die Üben. Ich halte euch nur von da nicht hin, seid froh, dass ich gekommen bin. Wir waren echt zu gut verschreckt, wir haben der Taxi heimgeschickt. Und dann dem Otto stundenlang der Fürst gewürzt und uns bedankt. Dann haben wir uns ganz kurz entschlossen, einen Stoßprospekt bekommen lassen. Jetzt geht es los. Und unter 1000 Angebote, jetzt passen sie auszuloten. Da gibt es Sachen, gibt es da zum Pollenflug nach Angela. Vom 1. bis zum 7.7. zur Nilfettpaarung nach Ägypten. Die Sensation zu kleinen Preisen mit Müllers Abenteuerreise. 6 Wochen unter Kannibalen, der Preis ist im Voraus zu bezahlen. Neckermann Bildungsreisen. Ob alt, ob jung, ob arm, ob reich, bei Neckermann sind alle gleich. Vom Bankdirektor bis zum Boss, 8 Wochen nach Galapagos. Bäcker, Metzger und Floristen zum Camping an der Nordseeküste. Arme Rentner mit Malessen zum Tarabau nach Bergheim gelassen. Präsident und Elevorat als Muppetshow zum Pützinsmann. So haben wir uns da durchgewürgt, von China bis zum Drachenfels. Von Honolulu bis nach Brüm und jeder wollte woanders hin. Der eine wollte am Nordpol campen, der zweite nach Australien campen. Der dritte plant eine Potramstour, Herr Müller knapp sagt Singapur. Unsere Oma wünscht sich dieses Jahr
ein Butterfahrt nach Käferland. Und der Opernrümpf von Arenal. Im Winter klappt nochmal. Es wollte mir einfach nicht gelingen, alle Unge in den Hut zu bringen. In dieser Nacht habe ich geträumt. Man hatte unser Zug versäumt. Ich stund im Nachsamt ganz allein am Hauptbahnhof auf Bahn 16. Meine Frau, die hing mit Hung und Benz in einem Güterzug nach Gordens. Der Güt von Bahnsteig 13a, die ganze Horde Mafia, die wollte mich vom Bahnsteig steuern. Ein Nachsamt und den Rucksack leuen. Ich bin gelaufen wie ein Kling durch Rodekirche Wesseling. Über Keppel und Alaska, an der Eikel Madagaskar. Und wie ich Afrika umrunde, der Robbing-Mafia verschwunden. Stattdessen kommen Kannibalen. Die decken mich am Nachsamt haben. Und plötzlich sah sich bis zum Kinn in einen großen Kochpott fressen. Für mich herum der Schwumm gedöns, die Sellerie tot super gedöns. Und auf der Speisekarte stand drauf, kaum Tourist in Rindfleischsuppe. Der Stund, der Schwumm gedöns, die Sellerie, der Suppe gedöns. Und der Speisekasse und Trupp, Traum, Tourist in Rindfleisch. In jedem Nasenloch im Ürschen, bittet sie nicht in die Ürschen. Der Kopf voll Spargel und Radieschen, ich sag, muss hier fleißig liegen. Ich habe jetzt an der Brühe leck, die hat noch nicht über Schnäche gesprochen. Wäre nur noch Pfeffer, Salz und Messen, dann hätte ich mich gleich selbst gefressen. Der Häuptling von der Kannibale, wo ich halt am Tisch gebeten habe. Da wurde mir an der Stimme klar, das war mir ein schwacher Otto. Ich denke, verdammter Kannibalze, die werde ich jetzt so versalzen. Und habe ihm heimlich kurz entschlossen, ein Markbällchen in den Zug geschossen. Der Schwager beim Essen keinen Spaß verdammt. Und wenn man es von einem Essen, dann werde ich den mir nicht vergessen. Und der mir so den Hut aufdreckte, in dem Moment hing mir ein Wecker. Und ich war wie eine nasse Katze dem Marktbild schon auf der Matratze. Woche alles tut der Hämmer rübergebrochen. Am letzten Tag wird unerwartet so ein Ferienurlaubsansichtsgart. Wie herrlich lebt sich auf der Alm. Keine Krach und keine Qualm. Kein Buckel ihr Verwandtschaft verschandelt hier die schöne Landschaft. Es grüßt aus Knispel an der Karte der Otto und der Schwiegervater. Auf Bonn, auf Knattertal, egal wohin, der Wanders, ne Jäck, der drüben vom Karneval und jede Jäck drüben anders. Also, das ist eine schöne, würde Abstand vor, Schluss vor, dann wäre ich nicht mehr. Das ist so was Feines. So, kann ich mal einer, der jetzt singen will? Ja. Immer.
Ich bin ne echt coole Mädchen und ich bin ganz stolz darauf. Ich fühle mich wohl in unserem Städtchen und mich bringt hier keiner raus. Ich habe an andere erzählen. Ich bin in Mönchshus. Ich bin ne echt coole Mädchen. Glück mir, das ist kein Schmutz. Wenn ich über unsere Brücke jung und sind die Altstadt vorbei, ja, dann blieb jedes Mal mein Headstone. So gefällt dann alles mir. Und die Schiffe aller Bring und unsere schöne alle wo ich früher schon als Kind ging, ja, dann wär ich gerade dort. Ich bin ne echt coole Mädchen und ich bin ganz groß auf. Ich fühle mich wohl in unserem Städtchen und mich bringt hier keiner raus. Geh ich durch die Wechseljasse und komm am Stadthus vorbei, wie ich die neue Hüse hasse, das ist nur Angeberei. Bleib doch alles ihr Freude, tänget jetzt doch an, baut die Hüse nicht noch höher, wo man nicht stolz drauf sein kann. Ich bin ne echt coole Mädchen. Alle! Und ich bin ganz stolz drauf. Ich bin ne echt coole Mädchen. Und ich denke keiner von uns schon. Hey, aber dann noch erzählen. Ich bin ne ganz groß. Ich bin ne der Herr J. Wösisch bewahre für Kopping und Buchting, für Rüddele und Sandping, dass er auch kein gelbe Farbe kriegt. Und auch keine Mumps, kein Fuhlzeng und auch kein Klätschchen in Ohren. Dass er keine Dadderisch kriegt und er Schnitt beschlabbert, der Himmel möge ich bewahre für Suche, Mills und Fuhleier, für Klätschisch Brot und Unrief Obst, für salzene Zug und aufgewärmte Qualmen, dass euch denn nichts auf den Kopf fällt und dass ihr nicht auf den Kars tritt, dass du kein Schrupp kriegst und für Kamasör bist und vor allen Dingen sollst du dich nicht mit der neuen Kleider oder der Anzug in den Türen setzen. Nichts zu tun haben, so du auch mit fiesen Mümmelsen und dusselige Knützebügeln, mit knüsseligen Möhle und krötschigen Kläfputzen, mit dreckigen Schlampen und anderen Saumännchen. Bewahrt werde so für pingelige Drissbicken und göttliche Bippchensmöhle, geflappte Schubschläge, nackige Lüse und neue matte Kommode erleben. All das sollt ihr in der Leve, aber dafür sollt ihr immer gesund schingen und immer sollt ihr essen und trinken und Jod laufen können. Dass ihr nicht fällt und struckelt, nicht ausrutscht und in der Sohn fällt. Nie soll du ein Knöllchen kriegen, lieber ein Fistenknöllchen. All das wünsche ich euch Glück, die Glück, die ich möge, die Süße, die Aale und auch die junge Möhne. Denn Glück feiert ihr Dinge Geburtstag. Ach nee, haben wir ja gar nicht.
Ja, ist ja egal. Das ist ja keine dörrige Ursache. Nee, da musst du mal weg. Und alles immer wieder dabei, wenn es heißt. Der Reinhard wie 267. Gerade jetzt so, ich wüsste, wo soll ich noch den nächsten Termin sagen? Ja, der ist im Oktober. Der letzte Dienstag im Oktober. Der 30. Oktober 2012. Hier in diesem geheiligten Räumen. Tschüss.